Ja, herzlich willkommen. Ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, Sie alle aus der Kartoffelsuppe wieder rauszuholen. Also der eine oder andere hat schon berichtet, dass er halb-halb nachher gemacht hat. Also erste Portion nur Suppe, zweite Portion dann halb-halb mit Wurst und halb mit Suppe. Von da wollen wir mal sehen, ob wir das jetzt hinbekommen. Mein Name ist Kerstin Witt, ich bin einer der Managing Partner von 4Beyond. Erlauben Sie mir, weil die 4Beyond gibt es gerade jetzt seit einem Jahr, dass ich eine kurze Werbeveranstaltung vorweg schicke. Üblicherweise tue ich das nicht, weil ich der Meinung bin, dass Sie als Zuhörer Inhalte hören wollen und nicht eine 45-minütige Inhaltspräsentation, wer wir denn so sind. Aber erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch ein, zwei, drei, vier Folien zeige, wer wir sind. 4Beyond ist entstanden und die Namen kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich schon länger im Markt umtun aus der Listen Consulting, der PIM Consult und der Product Connect. Wir sind im letzten Jahr, wir haben Corona genutzt, um uns neu auszurichten, neu zu positionieren. Wir waren früher Wettbewerber, die sich mochten. Es gibt es auch Wettbewerber, die sich mögen. Unter diesem Vorwand sind wir hergegangen, lasst mal was zusammen machen. Lasst uns als unabhängige Beratung gemeinsam einen Schulterschluss üben und etwas Neues tun. Und das haben wir getan. Wir haben die drei Unternehmen fusioniert zu einem neuen Unternehmen, der 4Beyond, und sind jetzt seit 2020 aktiv. Aber seit 2010, 2012 schon im Markt. Das heißt, wir haben da das eine oder andere an Erfahrung. Was machen wir so? Wir haben 40 feste Mitarbeiter an so anderen Standorten. Der Vortrag geht um KI. KI ist auch, wir haben ein eigenes KI-Team, die sitzen in Kiel. Die sitzen in Kiel, tatsächlich inzwischen unser größter Standort, 40 eigene Mitarbeiter, Pool assoziierter Freelancer, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten, alles Marktexperten, die absolut wissen, was sie tun, genau wie wir alle auch. Wir haben über 100 Kunden in Handel, Industrie, Organisationen, Umsatz nicht ganz so wichtig, Standorte Hamburg, Kiel, Berlin, Köln, Stuttgart, München, also durchaus überall verteilt. Was machen wir? Typische Managementberatung im Consult-Bereich, Management Consulting Strategie, Strategieentwicklung, Turnaround, also auch PIM 2.0, 3.0, 4.0 Projekte, die ist ja durch. Alles, was Architektur angeht, Ist-Analysen, Soll-Konzeptionen, unabhängige Anbieterauswahl bis hin zur Implementierungsbegleitung. Wir implementieren nicht. Gerede von Vertriebsmitarbeitern. Was ist Vision und was gibt es tatsächlich heute schon? Ich würde Ihnen ja so gerne das in der Anwendung von PIM-Systemen zeigen. Das mache ich aber nicht, weil 5 Minuten nach dem Vortrag würde dann jemand zu mir kommen, er sei da ganz, gar nicht unabhängig, er zeigt da Anbieterfolien. Dementsprechend lasse ich das. Also wir müssen da ein bisschen abstrahieren gemeinsam. Aber das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist halt individualisierte Kundenansprache. So, das haben wir natürlich in Print, das haben wir in allen Ausgabekanälen online noch viel mehr als im Print. Aber selbst Print, wie Horst auch heute Morgen schön gesagt hat, Individualisierung Print ist ein wesentliches Thema. Dieses Bild habe ich zufällig irgendwo bei LinkedIn gefunden. Ich kann da die Quelle nicht benennen, wo man feststellt, User-Targeted Marketing kennen wir alle, das begegnet uns ständig. Kollege von mir, der Sascha, sagte heute Morgen, das ist ganz komisch auf seinem Android-Handy, der hat da ein Foto gemacht von einer Wasserflasche, weil er die Wasserflasche nicht kannte. Und einen Tag später kriegte er merkwürdigerweise auf seinem Instagram-Account Werbung ausgespielt für diese Wasserflasche. Denken Sie mal drüber nach. Also ich benutze übrigens Apple-Produkte ausschließlich. Ja, auch ein bisschen gedauert. So, Terra Digitalis, also von Customer Journey und Content, darüber möchte ich sprechen. Terra Digitalis habe ich mir mal ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es irgendwo belegt ist, aber die digitale Welt, in der wir uns befinden. Ich gehe noch mal rein und sage, was ist eigentlich PXM versus PIM? Die meisten Anbieter fokussieren inzwischen auf Product Experience Management. Das ist so der Begriff, den Sie wahrscheinlich überall hören. Ich versuche mal zu relativieren, was es wirklich bedeutet. Dann haben wir alles, was Computer Vision angeht, also Bilderkennung im weitesten Sinne. Natural Language Generation. Weiß jemand, was das ist? Oh. Ja, der eine oder andere zögerlich. Also ich könnte das vielleicht sein. Ja, es könnte vielleicht sein. Und ich habe mir mal ein Use Case angeguckt. Pre-Owned Goods. Weiß jemand, was Pre-Owned Goods ist? Ja? Genau, Secondhand. Also Pre-Owned Goods ist der neue Name für Secondhand. Gucken wir uns mal an, Use Case. Das ist total toll, ne? Das ist auf dem Flohmarkt. Ich gehe nicht auf den Flohmarkt, sondern Pre-Owned Goods Market.
zu verstehen, in welcher Welt wir uns befinden. Diese Folie benutze ich immer, weil sie einfach großartig ist, weil sie sehr gut beschreibt, in welcher Situation wir uns alle befinden. Wir sehen oben die digitalen Kanäle. Die letzten 18 Monate haben gezeigt, diejenigen, die das da oben verpennt haben über die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, haben einfach aktuell ein ziemliches Problem. Und das andere, was wir unten sehen, sind die physikalischen Kanäle. Also alles das, was digital ist oben, tendenziell der Balken wandert immer weiter nach unten, nach unten, nach unten. Und irgendwann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, mit einem Menschen zu sprechen, ohne dass der nicht schon längst weiß, was das Produkt kann und es sogar besser weiß. Also meine Lieblingsgeschichte, ich habe mir selber ein Auto verkauft. Bin zum Volvo-Händler gegangen, der wusste viel weniger als ich und ich habe mir mein eigenes Auto verkauft. Und genau das Gleiche passiert ja hier meistens. Also, wir haben die Differenzierung digitaler Kanal, physikalischer Kanal. Digital heißt aber, und das haben wir mal versucht, hier auch nochmal abzubilden in der PXM-Journey, dass ich anderen Content brauche als den, den ich früher gehabt habe. Und auch noch viel, viel mehr. Denn ein digitaler Kanal erwartet ja heute von uns jeder, dass das mehr ist als so eine gedruckte Katalogseite. Und das ist die große Herausforderung. Wir haben das mal versucht, in so einem DNA-Strang abzubilden und haben differenziert und sagen, Handelsware, Eigenprodukte. Gerade wenn ich als Händler aktiv bin, habe ich eine ganz andere Herausforderung. Ich brauche ja Content von einem Industrieunternehmen, das überhaupt nicht weiß, dass ich diesen Content brauche. Wissen die das nicht? Nein, die haben einen ganz anderen Fokus. Denn der Fokus in Industrieunternehmen ist häufig die Definition des eigenen Produktes. Bedienungsanleitungen, technische Zeichnungen, Kundenzeichnungen, Produktionszeichnungen, all diese Dinge. Am Ende des Tages fragt sich häufig niemand, was brauche ich denn eigentlich, damit mein Händler am Ende das verkaufen kann, was ich produziert habe. Und das ist diese große Herausforderung, die wir da haben. Gehen wir aber einen Bereich weiter. Wir versuchen zu differenzieren, was ist denn eigentlich Content? Und wir haben es genannt Creative Content. Also alles das, was irgendwo kreativ ist, was Text ist, was formuliert ist, was über normale, einfache Fakten hinausgeht. Und wir haben den Essential Content, der die tatsächlichen, naja, wer kennt den Begriff noch, Stammdaten betrifft, die man halt grundsätzlich auch berücksichtigen muss. Und dann haben wir die digitalen Ausgabekanäle. Je mehr ich individualisiert arbeite, desto mehr Content benötige ich und desto differenzierter sollte der auch sein. Und hier haben wir genau den Punkt, warum PXM ins Boot gekommen ist. Da hat sich jemand überlegt, ich weiß gar nicht, wer ursprünglich diese Begrifflichkeit Product Experience Management geprägt hat, gesagt, ich muss meine Produktdaten anders interpretieren. Also PXM ist insofern auch aus unserer Perspektive kein System, sondern eine Erweiterung der Produktperspektive auf den Kunden. Also das, was ich eben gesagt habe, was viele Industrieunternehmen nicht tun, zu sagen, wofür brauche ich das denn eigentlich überhaupt? Das ist der Gedanke von PXM. Sagen, ich erweitere die Perspektive auf meinen Kunden, auf Personas und Vertriebskanäle. Und das Ganze unterlege ich dann mit Prozessmodellen, Infrastruktur, PIM-Systeme, MDM-Systeme, Print-Integrationen und so weiter. PIM, MDM sind somit aus unserer Perspektive Bereitstellung der Produktdaten, also das Was. Was tue ich und was ist die Eigenschaft eines Produktes und das Wie. Wie möchte mein Kunde das Ganze eigentlich interpretieren, ist das, was wir als PXM bezeichnen. Funktionsbausteine. So, wenn wir jetzt mal gucken, da haben wir das klassische PIM. MDM meinen wir Multi-Domain-Management, also alles das, was über die normale Produktdomäne technisch gesprochen hinausgeht. PIM ist das klassische PIM. Wer von Ihnen hat ein PIM im Einsatz? Wer nicht? Wir sprechen später. Produktstammdaten, Klassifikation, Media Asset Management, in Teilen, Content-Erstellung, Mehrsprachigkeit, Abbildung, Kanalsteuerung, Print, Datenbereitstellung, Workflows, DQN. Das machen PIM-Systeme seit den frühen 2000ern. Damals hießen die noch medienneutrale Datenbank. So hieß mein erstes PIM, das ich damals eingeführt habe. Das ist der Cluster PIM. Dann haben wir das MDM, das ist das erweiterte Modell, in dem ich sage, da kann ich auch Kundendaten, Lieferantendaten machen, da kann ich die Duplizierung von Informationen machen. Ich bilde da Golden Records. Jetzt kann natürlich der, und ich sehe viele Experten hier im Raum, die werden sagen, naja, aber die Grenze zwischen MDM und PIM zerfließt doch immer mehr. Weil in dem Moment, wo ich Lieferanten-Onboarding links mache, bin ich eigentlich schon in der Lieferantendomäne. Und wenn ich einen Kanal steuere, bin ich doch eigentlich schon in der Kundendomäne. Stimmt. Nur dieser Cluster rechts ist der Enterprise-Cluster, der mir dann halt Zusatzfunktionen bietet, die ich im PIM üblicherweise nicht habe. Das ist spannend. PXM als
Und deswegen ist es für uns auch keine eigene Systemgattung, sondern ist nur eine Art der Interpretation. Ein Prozessmodell, mit dem ich arbeite, sagt, ich kann personalisieren, ich kann kanalspezifischen Content ausspielen, ich habe personaspezifischen Content, wir haben das genannt nachher Content-Kanal und DQM 2.0, also erweiterte Prozessmodelle von vorhandener Infrastruktur. Hilft mir aber alles nichts, wenn ich niemanden habe, der mir meine Informationen beschafft und bereitstellt. Also das beste System der Welt hilft ja nichts, wenn nichts drin ist. Jetzt haben wir das nochmal differenziert und sagt, das ist dieser Content-Konflikt. Ich habe das initial schon einmal genannt. Also wir haben vorne alles, was Initial Content und Essential Content ist, das kann so irgendwie jeder. Ich habe ja ein SAP, ich habe ja eine Vision, also kann ich das eigentlich. Ich bin da ja ganz gut. In dem Fokustext bin ich dann schon ein bisschen differenzierter. Weil dieser Creative Content, den zu erstellen, das ist schon mal eine größere Herausforderung. Da muss ich schon ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ich kriege natürlich einzelne Kanäle gut abgebildet. Aber One-to-One-Kommunikation. Ich drucke den Flyer für meinen Kunden, während ich das Paket packe. Und der soll individuell auf ihn zugeschnitten sein. Und am besten noch einen Text haben, der ihn betrifft. Da wird es halt schwierig. So viele Menschen können sie gar nicht haben, die das tun. Und deswegen sind KI, Machine Learning als Komponenten immer weiter in den Fokus gerückt. Und damit beschäftigen wir uns auch. Das, was man nicht beeinflussen kann, ist der sogenannte Third-Party-Content, also User-Generated-Content. Das, was ein Anwender bei Facebook, ach ja, gestern ging Facebook nicht, was ein Anwender irgendwo anders schreibt, bei Facebook, bei Instagram, auf Snapchat, ich habe nie verstanden übrigens, wie Snapchat funktioniert, naja, so, ist zu kompliziert für mich. Das ist das, was Sie nicht beeinflussen können. Aber es gibt durchaus die Perspektive, dass ich kann es nicht beeinflussen, aber ich will es doch wissen. Und ich will es auch gerne in meine Systeme zurückspielen, damit ich etwas damit tun kann. Eine 5-Sterne-Bewertung oder eine 3-Sterne-Bewertung ist doch für meine Systeme hochgradig relevant. Weil wenn ich der Meinung bin, ich mache Premium-Content und ich habe das alles total super gemacht und ich kriege nur 1 bis 2 Sterne-Bewertung, dann kann ich das doch auswerten und kann entsprechend was damit tun. Und deswegen ist diese Perspektive so wichtig, zu sagen, Third-Party-Content kann ich nicht beurteilen oder kann ich nicht verändern, aber ich muss ihn zumindest in meinen Systemen berücksichtigen können, wenn ich das will. Die Datenmengen dabei werden aber natürlich immer größer. Gucken wir jetzt mal auf Computer Vision. Ein Bild erzeugt mehr als 1000 Worte, also bisweilen, wenn das Bild gut ist und wenn es das auch hergibt. Ich habe da mal das einmal angeguckt, Forrester, das ist die Wave von 2019, die mich also total outdated inzwischen, die sich jetzt damit beschäftigt, welche Technologien gibt es jetzt eigentlich, um Bilderkennung zu realisieren? Also Google Vision ist sicherlich eines der bekanntesten Tools, was man da einsetzen kann mit verschiedensten Komponenten, aber die Anzahl der Anbieter ist da sehr relevant. Ich habe natürlich da eine starke Differenzierung auch der Leistungsmöglichkeiten und Priorisierung auf unterschiedliche Entitäten. Microsoft zum Beispiel sagt ganz deutlich, Gesichtserkennung, nö, das ist nicht unser Business, das wollen wir eigentlich nicht. Und dafür gibt es andere, die sich extrem darauf fokussiert haben, im Sicherheitsbereich Gesichtserkennung zu realisieren für Flughafenanwendungen oder ähnliches. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite aber auch gefährlich. Und das gucken wir uns später mal an. Der Punkt ist, dass jede Art von KI und Maschinen auf Informationen zugreift, die im Internet verfügbar sind. Jetzt überlegen Sie, was ist eigentlich alles im Internet so verfügbar? Also neben den normalen Webseiten Wikipedia oder Amazon oder Otto oder welche auch immer Marktplätze, die 4Beyond-Webseite, auf die man immer mal schauen sollte. Super spannende Themen, mit denen ich auch auf jeden Fall relevanten und guten Content bekomme. Aber es gibt eben auch Seiten von Parteien, die vielleicht nicht in dem demokratischen Feld zuzuordnen sind, von radikalen Organisationen. Es gibt entsprechende natürlich auch pornografische Inhalte. Es gibt diverse Webseiten, man sagt, die will ich eigentlich gar nicht indizieren. Aber KI differenziert bisweilen nicht, ob das so gut ist oder ob das so nicht gut ist. Es gibt durchaus Statistiken, die sagen, dass die Gesichtserkennung, die
bei Polizeiunternehmen wollte ich schon sagen, bei der Polizei eingesetzt in bestimmten Ländern eine schlechtere Erkennungsrate für People of Color hat als für Weiße. Und da ist das große Risiko von KI und Machine Learning, wo jeder durchaus bewerten muss, mache ich das so unbesehen oder implementiere ich mir da Qualitätsmechanismen, um sicher zu sein, dass das, was da rauskommt, wirklich das ist, was ich auch persönlich mit mir und meinem Unternehmen identifizieren möchte. Wir haben da halt dieses breite Spektrum, also Tagging, Extraktion von Inhalten, Referenzierung, Abschneiden von Gesichtern unter der Nase. Also das sind so diese typischen Anwendungen, die man auch kennt, die man schon öfter mal gesehen hat. Erstellung von Derivaten und Varianten von Bildern gehört damit dazu. Und es gibt es natürlich pre-trained und trainierbar. Ich kann meine eigene Maschine trainieren. So. Ist das jetzt alles Humbug? Nö, ist es nicht. Vielleicht erkennen Sie den Menschen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie eigentlich dieser Sumo-Ringer hieß, vor dem ich damals mein Foto gemacht habe. Jetzt weiß ich's. Rota Kashima. Und der rote Kashima ist das, was heute jedes iPhone kann, wenn Sie iOS 15 installiert haben. Wer hat ein iPhone? Sehr gut. iOS 15 installieren, Foto machen und Foto mit Text machen, den Text auf dem Foto markieren, auf den Pfeil drücken, übersetzen und das ist das Ergebnis, was Sie bekommen. Also ist das Humbug? Nö. Ist in jedem iPhone inzwischen installiert. Und das funktioniert in Realtime. Also anrufen, wenn man auf ein Maklerschild guckt. Oder ich fotografiere das Maklerschild, hier ist eine Nummer, ich will da mal anrufen. Ich klicke auf das Foto, auf die Telefonnummer und ich rufe diesen Kontakt an. Das ist das, was Machine Learning, was Image Recognition heute kann. So, das war eigentlich das wesentlich Interessantere. Das habe ich in Tokio gemacht, im Übrigen an einem Bahnhof. Also wer in Tokio gutes Sushi essen will, muss nur zum Bahnhof gehen. In Deutschland würde ich das an Ihrer Stelle, also ich würde es Ihnen nicht zwingend empfehlen. Das ist die typische Bento-Box, wo man ganz klar diese Online-Übersetzung direkt machen kann. Irres Beispiel, ob man jetzt weiß, was Shoshaido-Sandan im Kyoto-Stil ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest wissen Sie, was es tatsächlich bedeutet, dieses Schriftzeichen, diese Kanjis. Natural Language Generation. Ich habe es mal Aided Text Generation versus KI genannt, weil wir differenzieren grundsätzlich zwischen normaler Texterstellung und KI-Texterstellung. Was KI-Texterstellung anstellen kann, sehen wir gleich nochmal. Hier ist es ganz wichtig, ich nutze, und diese Grafik habe ich mir von Redresco geliehen, einem der Anbieter in diesem Umfeld, kombiniert die Möglichkeit von hochgradiger Automatisierung, Internationalisierung und nimmt die Linguistikbausteine in diese Betrachtung mit rein, die normale Verkettungen in PIM-Systemen nicht können. Also ich kann nicht so eine intelligente Verkettung oder Logik in ein PIM-System einbauen mit den üblichen Bordmitteln, die diese Systeme haben, um einen Text zu machen, der in allen Sprachen richtig sein wird. Das geht nicht. Deswegen brauche ich Linguistik als wesentlichen Baustein. Dann habe ich das Natural Language Processing, was hergeht und sagt, mit Artificial Intelligence, mit Deep Learning und Machine Learning kombiniere ich das Ganze zusammen und erstelle mir dann automatisierte Texte. Klingt jetzt wie Zauberwerk. Haben wir 2010 begonnen bei Otto. Wenn Sie 2010, 2011 auf der Otto-Webseite waren und sich Notebooks angeschaut haben und Mobile Devices, waren zu diesem Zeitpunkt die Texte bereits automatisiert erstellt. Jeder Text, den Sie damals gesehen haben, wurde von uns schon mit Textrobotern erzeugt. Was brauche ich dafür? Natürlich brauche ich Attribute. Ich brauche sogenannte Textkonserven oder Terms, die das durchdeklinieren, was ich gerne schreiben möchte grundsätzlich. Ich brauche Templates dazu, ich brauche Terminologien und natürlich brauche ich auch Backlists. Also das, was ich nicht sagen will, soll explizit ausgeschlossen werden. Dann brauche ich diese linguistische Expertise und eine High-Performance-Infrastruktur. Jetzt kommt mein Test. Ich habe hier drei Texte. Nehmen Sie sich 2 Sekunden, lesen Sie bitte diesen Text. 3 Texte und sagen Sie mir bitte, welcher dieser Texte von einem Menschen geschrieben wurde. Also Text A. Kurz lesen. Wer glaubt, dass dieser Text von einem Menschen geschrieben wurde?
Eins, zwei, drei. Langsam gehen die Hände hoch. Okay. Text 2. Wurde dieser Text von einem Menschen geschrieben? Unschlüssige Finger, 3, 4, 5. Wer glaubt, dass dieser Text von einer Maschine geschrieben wurde? Ich mache mal den Gegencheck. Ah, guck mal, da sind nämlich einige unentschlossen. Text C. Wer glaubt, dass dieser Text durch einen Menschen geschrieben wurde? Okay. Das ist nur einer, ne? Nur einer ist von den Menschen, habe ich das richtig verstanden? Einer ist von Menschen, zwei von den Menschen. Vielleicht sind die alle nicht. So, genau. Michael Henrich sagt es richtig. Ich bin natürlich gemein. Keiner dieser Texte wurde durch einen Menschen geschrieben. Keiner. Und das ist das, was ich meine. So. Und jetzt können Sie natürlich hergehen und sagen, dieser Text, der nicht durch einen Menschen geschrieben wurde, den möchte ich übersetzen. Jetzt gehen Sie natürlich in die klassischen Übersetzungsprozesse und sagen, ich nehme eine Übersetzungsagentur, XLIF Export aus dem System, ich gebe denen das rüber, die haben Translation Memory, die spielen mir das zurück. So, was machen die? Die übersetzen. Aber will ich denn eigentlich einen Text übersetzen? Will ich eins zu eins den deutschen Text, der auf deutsche Anforderungen, auf den deutschen Anwender ausgelegt ist, übersetzen? Nein, ich möchte gerne internationalisieren. Ich möchte unterschiedlich mit diesem Kunden interagieren. Ich möchte Fachtermini benutzen. Ich möchte andere Formulierungen benutzen. Es gibt andere Anwendungen. Dementsprechend ist das reine Übersetzen mit DeepL, was wir als Service auch anbieten können, auf Basis unserer Technologie, das zu machen, ist überhaupt kein Thema mehr. Das können auch schon viele PIM-Anbieter. Da drückt man auf den Knopf und sagt, hier, bitte jetzt DeepL-Übersetzung. Und bitte nochmal parallel Google Translate, damit ich diese Schnittmenge habe und entscheide dann, welcher Text der bessere ist. Das können die meisten PIM-Systeme heute. Aber das hier, entsprechend in der Übersetzung, ist was anderes. Jetzt gucken wir uns diesen Use Case einmal an. Pre-owned Goods. Das ist die Webseite von Zalando. Also Zalando, wie heißen sie, Circle? Also gebrauchte Artikel. Dieses hier ist ein Sakko. Vorgehen, Ware kommt rein, auf dem Bügel hängen, schnick, schnick, Foto vorne, Foto hinten, ins Web verkaufen. Schnelles Foto, simple Produktbeschreibung, da steht eigentlich nichts drin, außer ein paar Basisinformationen, keine Auslaubung von Besonderheiten, fehlende Informationen zur Passform, insbesondere kein Text, kein SEO-Text, kein Markentext, kein gar nichts. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, verkauf dich so, ist ja nur Verkaufsmenge 1. Ich habe ja nur dieses eine Sakko, da würde ich doch niemals irgendwen dahinsetzen, der dafür einen SEO-optimierten Marketing-Text schreibt. Stimmt. Deswegen setzen wir auf Technologie von Pixyl, die genau dieses Foto nimmt, in die Maschine einwirft und es ist ein speziell auf Mode trainiertes Modell und das extrahiert die folgenden Attribute aus diesem schlechten Foto. Also, graues Sakko, plain, also Muster ist plain, oversized tops, also selbst da geht man tiefer rein. Die Ärmel sind straight, long sleeve, also es ist langarm. Es ist eng geschnitten, also das aus dem Foto zu interpretieren, ist auch schon mal eine spannende Sache. Es hat Knöpfe, es hat nur eine Knopfreihe, es hat noch entsprechend einen Kragen in einer bestimmten Ausführung. Der Style ist Business oder Medium, also eher Smart Casual und ist semi-formal Office oder Winter als Applikationsmöglichkeiten. Jetzt fügen wir dieses Bild zusammen mit dem, was ich eben beschrieben habe, in Richtung Natural Language Generation und stellen fest, wenn ich Textbausteine besitze, die dieses Sakko schreiben können grundsätzlich und die haben Sie gerade gesehen, ich habe diese Merkmale, dann könnte ich theoretisch on the fly hergehen und für diesen Artikel alle Merkmalsausprägungen generieren und einen SEO-optimierten Marketing-Text generieren, der direkt auf der Website ausgespielt werden kann, in Realtime. Und es gibt Anbieter, die noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dieser Text ist ja nur ein Text für alle.
Aber ich möchte gerne, wenn ich weiß, dass Kersten Wirt auf die Seite geht, der bestimmte Einkaufsgewohnheiten hat, den ich kenne als Persona, möchte ich einen Kersten Wirt-Text ausspielen. On the fly. Der hat sich angemeldet, der guckt sich dieses Sakko an und in dem Moment, wo er die Seite aufruft, soll der Text für ihn generiert werden. Humbug? Nein. Das geht heute schon. Und da wird das Ganze natürlich schon ein bisschen spooky. Gleiches Beispiel mit dieser Hose. Kann man auch sagen, jede normale Image-AI würde sagen, naja, es sind irgendwie Flecken drauf, wahrscheinlich dreckig. Nein, es ist ein florales Muster drauf. Auch das wird durch die Maschine schon erkannt. Natürlich der Zauber daran, dass diese Maschinen müssen alle trainiert werden. Da sitzen Menschen, die das trainieren. Übrigens, jeder von Ihnen, der Capture-Codes benutzt auf Webseiten, trainiert Google Vision. Also erkennen Sie Fahrräder, erkennen Sie Palmen, erkennen Sie Autos, erkennen Sie Motorräder, Berge und Hügel. Damit trainieren Sie Google Vision AI. So, jetzt sagt jeder Personalisierung natürlich Albtraum für medienneutrale Daten und Infrastruktur. Also ich will doch gar keinen individualisierten Text in meinem PIM-System haben. Da werde ich ja irre, da habe ich ja 10.000 Texte für einen Artikel. Richtig. Deswegen werden diese Texte auch häufig on the fly generiert. Also nur für den Ausgabekanal in diesem Moment und werden nicht persistiert in den Datenbanken abgelegt. Und was heißt das jetzt aber für PIM? Und jetzt schließe ich den Kreis zu PIM, weil bisher haben Sie sich gesagt, was erzählt er mir über KI und ML? Weiß ich doch alles. Wie kriege ich denn das ins PIM hinein? Ganz richtig. Ich habe hier versucht, das einmal den Einfluss auf die Domänen- und Datenmodelle zu erweitern. Das, was Sie links sehen, ist dieses typische Young Professional. Also ich klassifiziere meine Produkte in eine bestimmte Benutzergruppe. Das ist so Persona 1.0. Was muss ich dafür im PIM machen? Ich brauche eigentlich nur ein erweitertes Klassifikationsmodell und weise meine Produkte 1 bis N zu. Das ist ein Ordner in der Struktur, da sage ich Young Professional und ziehe alle Artikel da rein, die da irgendwie dazu passen. Das ist natürlich ziemlich einfach. Das können die meisten PIM-Systeme. Wenn ich aber dann noch klassifiziere und sage, naja, ich will Surfen als Sportart differenzieren, dann brauche ich natürlich schon ein erweitertes Klassenmodell. Und ich brauche auch relevanten Content in dieser Klassifikation. Ich will ja Surfen mit etwas verbinden. Und ich brauche im Zweifel noch Gender- und Sportart-spezifische Texte am Produkt. Weil die Ansprache einer weiblichen Surferin und eines männlichen Surfers soll ja durchaus anders sein. Da kann ich hier reingehen. Und wenn ich jetzt einen Schritt noch weitergehe und sage, Kim und Ben als meine Personas oder meine Kunden, die ich betrachte, die will ich entsprechend mit Inhalten und dynamischem Content bestücken, dann bin ich bei Integration in CRM, weil ich muss wissen, wer ist das? Was kauft er üblicherweise? Warum kauft er das? In welcher Sequenz? Was ist er bereit zu zahlen? Und so weiter und so weiter. Und das Ganze baue ich hier ein, generiere Content, der dynamisch dazu passt, und erstelle das in Publikationen. Das ist hohe Kunst. Das machen im Moment die wenigsten, weil es einfach wirklich, wirklich anspruchsvoll ist, das zu tun. Technologisch machbar. Autoklassifizierung von Artikeln auf Basis von Merkmalen sind auch Funktionsbausteine, die viele PIM-Systeme inzwischen haben. Da muss keiner mehr darüber nachdenken, welchen Artikel den will ich da jetzt eigentlich in diese Gruppe haben, sondern das wird autoklassifiziert. Das passt schon. Aber es ist trotzdem ein hoher Anspruch. Was sind die typischen Integrationsszenarien? Pre-Processing vor Übernahme, also keine Integration. Ich gehe her und sage, ich nehme meine Informationen, mache das Pre-Processing auf Basis von Informationen, die ich vielleicht vorher aus dem PIM extrahiere, lasse das extern verarbeiten, im Zweifel vielleicht von Dienstleistern wie uns. Ich habe das Know-how und das Training, das erfolgt alles extern, die Datenmodelle erfordern im PIM-System keine wesentlichen Eingriffe, weil ich da nur bestimmte Informationsbausteine habe, die grundsätzlich eh erforderlich sind. Und ich habe aber hier natürlich einen Medienbruch und diese Mehrfachverarbeitung von Informationen. Ist das optimal? Nicht zwingend, aber es macht natürlich meine Systeme viel leichter, als würde ich das voll integrieren. Dann habe ich die Integrationsszenarien PIM, MAM, DAM, direkten Aufbau von Metainformationen und Referenzierung zu den entsprechenden Objekttypen direkt bei Generierung oder Import von Informationen. Das ist die Königsdisziplin. Da habe ich einen Integrationsaufwand. Ich muss die Workflows haben, ich muss die Statuskonzepte haben. Meine Datenmodelle müssen so justiert sein, dass sie das auch können.
Also wenn ich eine Textautomatisierung realisieren will, muss ja mein Produkt wissen, welche Text-Cartridge brauche ich eigentlich? Also was sollen da für Textbausteine rein? Welche Informationen habe ich da? Welche Attribute brauche ich eigentlich? Welche sind relevant für den Textroboter? Welche sind nicht relevant? Welchen Status, welche Priorität haben diese Attribute? Das muss ich allesamt in meinem Datenmodell abbringen. Und ich habe natürlich dann auch dieses eigene Training. Ich muss diese Informationen und das Trainieren der Maschine in meiner Organisation mit verankern. Und die Verarbeitungszeiten hier können halt schon zeitkritisch sein. Wir haben die Diskussionen mit PIM-Anbietern geführt, die sagen, und MAM-Anbietern, die sagen, direkte Anwendung von Google Vision auf Zehntausende von Bildern innerhalb von wenigen Minuten, technologisch heute trotzdem noch nicht wirklich machbar. Also ich brauche einfach Skalierungsmöglichkeiten. Wenn ich Hunderttausende von Bildern durch Google Vision oder andere AIs jage, brauche ich Zeit, um das zu tun. Denn das muss alles analysiert werden. Ein Bild auf dem iPhone ist mit den Kapazitäten, die inzwischen diese Prozessoren haben, ja nicht mehr so der große Akt mit, 1,5 Billionen Transaktionen, die diese Prozessoren haben pro Sekunde. Aber hier für solche Systeme kann das schon eine große Herausforderung sein. Wenn wir jetzt in die Architektur an sich gucken, geht es auch dann aus unserer Sicht immer mehr in Richtung Best of Breed. Also diese großen monolithischen Systeme, die alles in einem konnten und man immer alles mit dazu gebaut hat, damit es so groß und komplex wie möglich ist, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, man geht her und sagt, wir bauen diese Komponenten, wir bilden diese Komponenten hiermit ab, bringen sie hier rein. Das heißt, diese obere, das kennen Sie alles, CRM-Integration, Shop, Marketing, Resource Management, Print, Media Asset Management. Und dann kommen hier die Vision AIs, Textautomation, Onboarding. Onboarding, Riesenthema, wo ich Hunderttausende von Artikeln in Longtail-Ansätzen bei Händlern implementiere. Also Artikel, von denen ich nicht weiß, ob ich sie irgendwann überhaupt mal verkaufen will, die aber trotzdem in den Systemen vorgehalten müssen, falls jemand sie mal verkaufen möchte. Also das ist ein Riesenthema und da ist genau der Punkt auch wieder, wenn Sie von einem Hersteller 100.000 Artikel als Longtail in einen Lieferantenkatalog aufnehmen und nicht wissen, was Sie davon verkaufen, wenn Sie dann hergehen und Text daran setzen und sagen, schreib mir für jeden Text? Wahrscheinlich nicht. Und dann nach der Entscheidung zu sagen, so jetzt aber ein Text, dauert zu lange. Dementsprechend ist dieses Szenario Onboarding, Textautomatisation, Vision AIs und vielleicht in Teilen DeepL ein sehr valides Szenario, wenn Sie mit großen Artikelmengen handhaben, die nicht alle sofort und in jedem Fall verkauft werden sollen. Und dann nach links rüber klassisch TMS, DQM, haben wir also Datenqualitätsmanagement, haben wir schon immer ein bisschen aus den PIM, PXM-Komponenten rausgelöst, weil es häufig bei den Anbietern immer noch so angeflanscht wirkt. Es ist noch nicht so tief integriert, dass man sagt, oh, fühlt sich so an, als ob das schon immer da war. Das ist so ein Trend, der in den letzten Jahren entstanden ist und dann habe ich es halt dran geflanscht. Aber es fühlt sich oft noch nicht so seamless an. Und dann alles, was ERP, Product Lifecycle Management ist und außenrum BI. Und das Ganze ergibt dann so eine typische PXM-Architektur, wie wir sie bei unseren Kunden implementieren und auch konzeptionieren. Was sind so Integrationsherausforderungen? Die Datenqualität. Wenn Sie versuchen, schlechte Daten oder nicht vorhandene Daten in Textroboter zu werfen, was kommt da raus? Müll oder nix. Also Datenqualität wird immer wichtiger. Also je mehr, also KI sagt man ja, wieso ist doch künstliche Intelligenz, kann das doch selber machen. Naja, aber ich brauche ja irgendwie ein Briefing. Das ist genauso, als wenn Sie zur Agentur gehen und sagen, na, ich habe hier ein neues Produkt, machen wir mal ein schönes Foto. Und sagen, ja, wo, was ist denn das Produkt? Ja, habe ich noch nicht. Nennt man CGI heutzutage. Geht also auch. Aber am Ende braucht ihr trotzdem irgendeinen Informationsbaustein. Was muss ich im Datenmodell machen? Ich muss Template-Mappings machen, Zuordnung von Produktgruppen zu entsprechenden Templates. Ich brauche die Terminologie, Backlisting, Whitelisting. Also ich muss auch sagen, was darfst du nicht sagen? Was darfst du denn eigentlich sagen? Ich habe alles, was Merkmale, Wertelisten angeht und Werte. Das muss einfach viel mehr harmonisiert sein. Governance, also die Datenqualitätsmanagement, ist eine Schlüsselrolle in diesen Implementierungen, wenn Sie diese Technologie-Stacks benutzen wollen. Sprachmarkt und Landeszuordnung. Ich muss natürlich auch sagen, dieses Produkt soll in einen bestimmten Markt und deswegen brauche ich diesen Text. Warum soll es einen Text bekommen, wenn es da gar nicht verkauft wird?
Workflows und Trigger. Ich muss sagen, wann soll eigentlich ein Artikel, wann, wie, wo, in welchen Kanal ausgespielt werden, mit welchen Informationsbausteinen. Ich muss die Regeln auch anpassen. Also es ist ja nicht so, dass Sie heute einen Text schreiben und Google sagt, oh, das ist total super, dass der Text da ist. Ich lasse meine ganzen Algorithmen jetzt mal so, wie sie sind, weil sonst müssen die Leute ja alle neue Text schreiben, damit sie besser bewertet werden. Hier passe ich regelmäßig Logik an. Und einer der wesentlichen Paradigmenwechsel ist, Sie machen nicht einen Text für die Ewigkeit, so wie es früher war. Ich habe meinen Katalogtext. Oh, ich habe einen Katalogtext. Dann lehnen sich alle Produktmanager zurück und sagen, ich habe den Katalogtext, passt. Nein, hier geht es darum, monatlich, vierteljährlich, spätestens halbjährlich die Text-Engines neu aufzubauen, neue Texte zu generieren, damit sie die Relevanz in Suchmaschinen behalten. Machen Sie schon lange? Okay, ja, bei fünf Artikeln wird es wahrscheinlich gut funktionieren. Bei 100.000 können Sie gerne uns anrufen, dann machen wir das für Sie. So. Ja, gerne. So machen wir es. Speicherung, System und Generierung on the fly, das ist das, was ich schon ausgeführt habe, das muss ich natürlich auch konzeptionieren. Es macht natürlich Sinn, den einen Katalogtext auch im System zu speichern und dann bereitzustellen. Der kann auch automatisiert erstellt werden. Aber bestimmte Ausgabekanäle brauchen keinen Text, der immer da ist, sondern der wird on the fly generiert. Chancen, extrem hohe Leistungsfähigkeit natürlich, kostengünstige, effiziente Produktion von Text in Masse. Also wir reden ja hier davon, dass diese Texte, 10.000 Texte, in ein paar Minuten generiert werden. Wissen Sie, wie lange ein Texter braucht, um einen schicken Text zu schreiben? Ein paar Minuten. Das ist der Faktor, über den wir hier sprechen, ist ein ganz anderer. Und dann auch nicht nur eine Sprache, sondern adaptiert durch die Cartridges, die übersetzt wurden vorab, natürlich so, dass Sie das nicht nur in einer Sprache ausliefern, sondern zum Beispiel in 10 oder 15 Sprachen mit einem Knopfdruck. Das habe ich früher mal gesagt, dieses auf Knopfdruck. Das habe ich immer bereut damals. Ich mache einen Katalog auf Knopfdruck. Das habe ich nie wieder gesagt seitdem. Hyper-Image-Tagging und Bilderkennung, also Turbo in der Datenerstellung. Ich kann halt größere Datenmengen viel schneller, effizienter gestalten. Schnelle Reaktion auf Marktanforderungen, das, was ich sage, Google ändert seinen Algorithmus täglich. Da muss ich irgendwann mal irgendwie hinterhergehen. Und Internationalisierung versus Übersetzung ist genau das, was ich auch schon erläutert habe. Es ist halt nur eine Übersetzung, Wort für Wort. Jetzt kann man sagen, Perfect Dream ist doch total super. Das ist genial. Mache ich jetzt alles so. Nur noch KI. Das passiert, wenn Sie das versuchen. AI has a racism problem, but fixing it is complicated, says expert. Was ist passiert? Die Webseite, wenn Sie die öfter mal bei Amazon einkaufen, erkennen Sie das Shop-Frontend. Es gibt hier Kinderspielzeug und das schwarze Roboter-Dings, was auch immer das ist, was von einem chinesischen Hersteller hergestellt wird, da tauchte auf einmal bei Amazon das N-Wort auf, also das N-Wort. Warum ist das passiert? Weil die KI, die der chinesische Hersteller genutzt hat, aus China kam und in China das N-Wort als valide Beschreibung eines Menschen of Color ist. Entschuldigung, des Herstellers sagt, naja, der Text wurde mit AI erstellt, das wussten wir nicht. Und das kann heutzutage einen schönen Shitstorm bei Facebook verursachen, wenn Facebook gerade funktioniert. Aber da sehen Sie das Risiko, was Sie haben, wenn Sie das entsprechend sich auf die KI verlassen. Also Qualitätssicherung, Blacklists und eine Möglichkeit, das zu validieren, was Sie da tun, sollten Sie auf jeden Fall trotzdem berücksichtigen. Ansonsten ist das, was wir eben gesehen haben, und es sind auch einige PIM-Anbieter hier im Raum, die diese Technologien inzwischen einsetzen in ihren Systemen und das bestätigen können, vermute ich. Kurzes Nicken, ja, gut. Es bietet riesige Möglichkeiten, aber natürlich auch Gefahren. Und am Ende des Tages müssen Sie sehen, dass die Anzahl der möglichen Integrationen einfach immens steigt. Also man kann halt nicht
sagen, ich bin heute fertig, ich habe jetzt KI implementiert, sondern es kommt jeden Tag neue Komponenten dazu. Trend geht klar zu direkten Integration in die Systeme. Datenqualität, ich habe es gesagt, ist weiterhin unerlässlich und umso wichtiger. Und Automation ist wirklich atemberaubend. Wir haben diese Tests gemacht, wir haben das gemacht und haben gesagt, wir nehmen diese Pixile AI, wir werfen diese Informationen in eine Retresco-Maschine und am Ende kommen valide Texte raus. Das ist unfassbar, was damit tatsächlich heute geht. Aber die Sicherstellung finaler Qualität benötigt einfach Aufmerksamkeit. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Maschine nur das tut, was Sie auch wollen, dass sie tut.